Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Was ich total vergessen hatte in der letzten Folge, sorry dafür. Ich wollte ja so ein paar dekorative Maßnahmen noch durchführen. Genauer gesagt, einfach mal so eine Art kleinen Verschiebebahnhof, Güterbahnhof hier hinstellen. Auch wenn das natürlich komplett sinnlos ist, weil das natürlich keine Funktion haben wird. Aber man kann das, glaube ich, mit den vorhandenen Deko-Objekten ganz nett inszenieren, glaube ich. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ich würde mir ganz gerne vielleicht vorher noch ein bisschen Platz hier drüben schaffen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Kriegen wir hier auf die Schnelle? Naja, wobei, das hat ja schon alles Sinn gehabt, dass ich die Sachen hier hingestellt habe. Die sind ja alle hier im Radius, wobei ich könnte schon noch ein bisschen umbauen. Ich möchte einfach hier unten noch ganz klein wenig mehr Platz haben. So passt das schon. Dann ziehen wir da noch eine Straße rein. Da haben wir noch eine Lagerhalle. Würde ich auch ganz gerne noch ein bisschen aus dem Weg schaffen. Kriegen wir sicherlich auch noch hin. Ganz klein wenig mehr Platz schaffen. So. Dann ziehen wir die Straße nämlich hier runter. Reißen den ganzen Kram hier ab. Was steht hier eigentlich in der Gegend rum? Ein verlorener Händler irgendwie. Okay. Egal. So. Abreißen. Zerstören. Der bleibt stehen. Ach, der gehört zur Hochradwerkhalle. Naja, der wird sich dann schon... Wird sich schon verdünnisieren. So. Dann schauen wir mal. Dass wir hier noch so ein bisschen was... Bisschen was fürs Auge einfach, ne? Hier hochziehen. So. Schienen haben wir hier einsortiert. Ein kleiner Güterbahnhof. So. Schauen wir mal, was wir hier so an Deko-Elementen alles reinquetschen können. Und zwar diese ganzen Elemente meine ich halt hier, ne? Also die sind ja neu dazugekommen und ich glaube, damit kann man das schon ganz nett darstellen. Und ich glaube auch diese Ziegelmauer außenrum wäre eine ganz coole Maßnahme. Dann lassen wir hier noch ein bisschen Platz, damit wir hier noch eine Mauer unterbringen. Kann man... das ist eine gute Frage. Kann man diese Tore eigentlich auch über Schienen drüber bauen? Hier ist doch dieses nette Ziegelmauertor dabei. Würde das... Okay, das ist auch eine Option. Da muss ich hier natürlich ein bisschen umbauen. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut die Option. Dann bauen wir doch ein bisschen massiver um. Vielleicht wird es eine Eisenbahn-Bastelfolge. Wer weiß. Mal schauen, wie sie es entwickelt. Ja, okay. Müssen wir mal ganz kurz hier die Verbindung kappen. Ein bisschen Platz machen. Dann müssen wir hier diesen Schienenstrang auf jeden Fall um eins nach links versetzen. So. Okay, da kommen wir also nicht gerade hoch. Den müssen wir natürlich auch eins nach rechts versetzen, wollte ich sagen. Beziehungsweise, da muss sogar... Ja, Moment, ich denke einfach nur laut, ne? Kennt ihr ja. Da müssen wir dann sogar zwei Platz lassen, damit wir hier einfach diese Tore hinbekommen. Dann das kriegen wir angeschlossen, das kriegen wir wieder angeschlossen. Dann bitte einmal die Ziegelmauertore. Okay, so funktioniert es auf jeden Fall. Das ist schön. Dann ziehen wir hier eine Straße durch. Ah, da kommen wir sogar nach unten rum. Sehr schön. Hier machen wir so einen kleinen Übergang. Und dann müssen wir das Ganze hier wieder zusammenbauen. Ingenieursbaumenü, Eisenbahnschienen. Ah, okay. Hier kommen wir doch schön gerade hoch. Mit zwei Eisenbahnbrücken. Dann bauen wir das hier oben wieder zusammen. Schließen das entsprechend wieder an hier, die ganze Geschichte. Okay. Passt das so? Ich glaube schon. Müsste funktionieren. So. Und dann... Denk. Das war natürlich Blödsinn. Also zumindest der Standort. Aber... Ornamente...
So, wollte ich das eigentlich haben. Und hier können wir auch direkt noch so ein Tor hinsetzen. Und dann können wir das ganze Ding schon mal so ein bisschen einmauern. Den Güterbahnhof. Wie wär's mit einem Kaffee? Schon seit zwei Stunden. Damit hier auch keine Graffiti-Leute drankommen. Nicht, dass es das um die Jahreszeit, um die Zeit schon gegeben hätte, aber darum geht's ja nicht. So. Damit mir keiner mal Öl klaut. Ah, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit diesen ganzen Ziegelmauern auch noch ein bisschen großflächiger was veranstalte. Aber die gefallen mir schon gut. Haben sie, glaube ich, auch auf vielfachen Wunsch eingebaut, habe ich irgendwo gelesen. Also das haben wohl recht viele Leute vermisst. Und ich finde es, also ich habe es jetzt nicht vermisst, aber jetzt, wo ich es zur Verfügung habe, muss ich schon auch sagen, ist eine nette Geschichte. Sieht wirklich nett aus. Da können wir eigentlich, wenn wir Bock haben, hier diesen ganzen Hafenbereich so ein bisschen absichern. Ne? Das ist vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Zumindest mal bis hier drüben irgendwo. Ist auf jeden Fall eine nette Begrenzung. So, das Ganze gibt es auch halb hoch, aber wir nehmen natürlich die volle Höhe hier. Da gibt es auch noch ein Endstück. Sehr schön. Eins zu viel. So, dann bauen wir uns die Mauer hier mal zusammen. Und dann bauen wir uns da so einen kleinen Güterbahnhof hin. So. Gefällt mir noch nicht so ganz. Dann würde ich natürlich, also wenn wir hier schon so eine Mauer einbauen, dann ziehen wir die hier auch außen herum noch, wenn das geht. Schauen, dass wir es in die Richtung noch ein bisschen ausweiten. So, Züge rollen auch wieder ausgezeichnet. So, dann hier rüber. Und runter zum Ufer. Dort kommt ein Endstück hin. Ah, verdammt. So. So, jetzt haben wir ein bisschen Baufläche hier. Den Güterbahnhof abgesteckt und jetzt schauen wir mal, was wir hier so alles aufreihen können. Kann man natürlich thematisch auch bündeln. Ist mir aber auch noch ein Dorn im Auge, dass ich den Bahnübergang hier nicht ganz durchziehen kann. Vielleicht versetzt man dieses Ding hier einfach. Das macht sich, glaube ich, hier hinten sowieso ein bisschen besser, oder? Braucht das einen Straßenanschluss eigentlich? Also er meckert noch nicht. Es ist halt schon ein Depot. Hat dieser Betonboden, aber der hat keine Straßenfunktion, glaube ich. Ne? Also da ziehen wir einfach die Straße hier durch. Das passt dann schon. Dann hat er in jedem Fall den Straßenanschluss, falls er denn überhaupt einen braucht. So, der Rest wird einfach mit Deko aufgefüllt, würde ich sagen. Wir fangen mal mit diesen Fässern hier an, Tanks. So. Das können wir mit Beton auffüllen. Was kostet mich das eigentlich? Nur Geld, oder? Also keinerlei Rohstoffe oder so. Ne, kostet nur Geld. Und Geld ist ja bekanntlich kein Problem. So Wassertürme. Nachdem wir mit Dampfloks operieren, stellen wir die vielleicht hier unten so ein paar hin. Ja, verteilen die mal so ein bisschen. Bisschen ungleichmäßig. Dann Kisten. Dann was haben wir noch? Fässer können wir hier auch noch aufreihen. Das ist einfach so ein bisschen der Eindruck entsteht, dass hier einfach verschiedene Waren erst gebündelt werden, dann auf die Güterzüge verladen und dann verteilt werden. So, das ist eigentlich schon durchaus ganz nett anzusehen. Ah, diese Fußgängerbrücken würde ich auch gerne benutzen, aber die kriegen wir hier. Ja, wobei. Ja, aber das macht auch keinen Sinn, oder? Ja gut, mit ein bisschen Fantasie könnte man ja sagen, das ist ein Stellwerk. Ja gut, braucht man schon ein bisschen viel Fantasie. Aber hier könnte man sie zumindest mal irgendwie nett aufreihen. Und zwar, wenn wir das direkt mit dieser Straße hier verbinden können. Geht das? Müsste gehen, ne?
Dann kriegen wir das hier auch noch wieder aufgebaut. Ah, okay. Ja, wobei, ja, passt schon. Doch, kann man so stehen lassen. Und zwar diese Fußgängerbrücke. Wie ist denn das gedacht eigentlich? Ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt, wie das funktionieren soll. Aber so wird es ja Sinn machen, ne? Na gut, es ist auch einfach nur Deko. Darf man auch nicht vergessen. Kann man schon so machen. Passt schon. So, was haben wir hier noch? Da gab es ja auch noch ein paar größere Geschichten hier. Diese Schuppen brauchen wir auf jeden Fall noch. Ah, da würde ich vielleicht auch mitten rein ein paar stellen. Ja, hier können wir mal ein paar Schuppen aufreihen. Und da würde sich einer noch ganz gut machen. Und nebendran auch. Ja, der heißgeliebte Dreckhaufen. Den stellen wir... Das ist nämlich Schüttgut, was hier gelagert wird. Und es gibt auch noch ein paar so von diesen 4 auf 4 Bereichen. Was haben wir hier? Das sind auch irgendwie Stahlbarren. Okay. Die würden halt auch zu den Stahlrohren ganz gut passen, deswegen mischen wir das hier noch ein bisschen. Bisschen Abwechslung. So und so. Ich glaube, das wird echt ganz nett. Kleiner Güterbahnhof. Warum nicht? Das haben wir sie dann eh bald alle verbaut, oder? Die Frachtcontainer können wir hier noch irgendwie abstellen. Den Rest füllen wir auf. Mit Betonboden haben wir sie jetzt alle durch. Frachtstapel. Bauen wir hier 2 auf. Auffüllen und... Also benutzt haben wir sie jetzt, glaube ich, erstmal soweit alle. Jetzt haben wir hier noch ein paar. Es gibt auch diese Warenhäuser. Hafenwarenlagerhäuser habe ich nicht gemeint. Hafenstadtdepots. Die kann ich doch auch hier, genau, die kann man doch hier auch schön aufreihen. Nehmen wir vielleicht die kleineren. Ja, das passt doch. Schöner Lagerschuppen hier so. Hier vielleicht einfach mit Betonboden auffüllen, oder? Ja, ich weiß nicht, diese Fußgängerbrücke, wie gesagt, kann man auch so ein bisschen als Stellwerk durchgehen lassen. Ich hätte gerne irgendwie eine Art von Stellwerk. Schauen wir mal, vielleicht findet man noch was Passendes. Wir haben doch noch ausreichend dekorative Elemente. Zeitungsstand, Denkmal, nee, das ist die falsche Richtung. Irgendwas wird sich finden lassen. Wir wetten das. Malerische Plaza, naja, da sicherlich nicht. Das ist doch ein Stellwerk, oder? Das nehmen wir als Stellwerk her, das geht. Das können wir durchwinken, das passt. Mhm. Ein Betriebsweg, dass da auch das Bahnpersonal hinkommt. Und den Rest machen wir einfach mit Betonboden voll. So. Da auch noch. Hier drüben noch. Das ist halt so ein bisschen der Wartungsbereich für die Lokomotiven. Ne? Da können die auffüllen, also ihre die Wassertanks auffüllen. Dann hier schon mal auch, dass wir den Rest hier noch schön ausbetonieren. Ach, da fehlt noch ein Stückchen Mauer. Sieh mal eine an. Eine Explosion erschüttert eine. So, dann haben wir nämlich den Hafenbereich hier in der Ecke mal so ein bisschen abgetrennt. Bisschen aufbetoniert. Und tatsächlich einen kleinen Güterbahnhof stehen lassen. Immerhin. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie gesagt, natürlich hat das keine Funktion und macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, aber es sieht nett aus, oder? Sogar mit Stellwerk. Ich finde es nicht schlecht. Okay, gut, lassen wir mal so stehen, den kleinen Güterbahnhof. Schade, dass man die... also Rollmaterial zum Abstellen, das wäre schon ganz cool, wenn man hier einfach noch ein paar Wägen abstellen könnte, ein paar Waggons. Was macht ihr eigentlich? Der steht immer noch hier rum, der Typ von der Hochradwerkhalle. Der wird hier auch stehen bleiben, ne? Ja gut, immerhin steht er genau auf den Schienen. Da fügt er sich eigentlich ganz gut ein, aber was der hier genau noch zu suchen hat...
keine Ahnung. Sieht man, zu welcher Hochradhalle der gehört, wenn man den anklickt? Lässt sich jetzt auch gar nicht mehr an. Doch, jetzt Hochradwerkhalle. Rätselhaft, aber okay, gut. Ist nicht zu ändern. Ah, die brauchen noch einen Straßenanschluss. Okay. Ah ja, okay, das sind die Lagerhäuser. Dann nehmen wir hier den Beton wieder raus und ziehen einfach eine Straße rein. Dann sollte sich das erübrigt haben. Sehr gut. Ah, passt doch. Nicht so schlecht. Die Feierlichkeiten sind beendet. Und wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen beim Dekorieren sind, dann gehen wir hier, genau, dann müssen wir eh nochmal nachkontrollieren, hat das jetzt funktioniert eigentlich? Kriegen die jetzt, werden die jetzt alle versorgt hier drüben mit Sprit? Ja, die müssten schon alle im Radius liegen, aber der Äußerste hier draußen, der meckert halt noch aufgrund fehlender Waren. Aber vielleicht kommen sie einfach wirklich nicht mehr so ganz hinterher. Ja, wobei, die sind aber schon alle versorgt hier. Ach, hier steht es jetzt auch. 140 Einheiten. Ach, sieh mal eine an. Schaut mal, die liefern auch immer nur eine Einheit aus. Sehe ich das richtig? Und hier lagern aktuell 140. Also kann man damit noch deutlich mehr versorgen, glaube ich. Ja, ich denke mal, da muss ich mir wirklich keinen Kopf machen. Das sollte schon passen. Ja, dann kann man hier auch noch ein bisschen ausdekorieren. Den Platz hatte ich ja eigentlich noch aufbewahrt. Für den Fall der Fälle, dass wir hier noch einen zweiten Tankhof hinstellen müssen, aber das wird nicht der Fall sein. Da muss ich mir echt keinen Kopf machen. Hm, wir bauen so ein bisschen um. Dann würde ich dieses Areal tatsächlich auch ganz gerne noch komplett einzäunen. Auch mit dieser Mauer. Dazu müssen wir den ganzen Kram hier noch um eins nach rechts versetzen. Ah, shit. Nicht gut. Also ich hoffe mal, dass ich, wenn ich diesen Tankhof jetzt hier ein Stückchen versetze, dass der sein produziertes Zeug nicht wieder verliert. Oder um zwei nach rechts, macht auch nichts. So, schauen wir mal. Ah, schnell wieder anschließen, dass hier kein Engpass entsteht. Und ich schließe die immer auf beiden Seiten an. Irgendwer hat mal gemeint in den Kommentaren, dass das schon Sinn macht. So, schauen wir mal. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fürchte fast, die Produktion ist jetzt einfach wieder... Ist die wieder auf Null? Hat der seine ganzen... Sein Sprit jetzt wieder verloren? Kann das sein? Naja, gut, ist egal. Das wird nachproduziert. Muss ich mir auch keinen Kopf machen. Vollkommen Latte. So. Was ich machen wollte... Schöne Mauer außenrum. Nee, dann machen wir gleich... Aber direkt perfekt. Gefällt mir immer noch nicht. Ich reiß noch mal ein bisschen was ab. Sorry, Leute. So, weg mit dem ganzen Scheiß. So. Und dann machen wir das nämlich so. Schaffen hier den Straßenzugang. Und... können dann da ein Tor draufsetzen. Gefällt mir deutlich besser auf die Art und Weise. So, Schiene wieder anschließen. Das würde ich, glaube ich, genau, das machen wir hier sogar außerhalb. Die Feierlichkeiten sind beendet. Dann können wir hier nämlich auch noch einen Zugang, also so einen Torbogen draufsetzen. Gefällt mir auch noch ein Ticken besser. So. Okay, dann. Industrielle Ornamente, Ziegelmauertor. Hier bauen wir eins hin. Hier drüben bauen wir eins hin. Und vielleicht gönnen wir uns sogar hier noch einen weiteren Zugang. Ja, ich glaube schon. Wie so eine Durchfahrt hier. Und der Rest wird eingemauert. Ah, schönes quadratisches Gelände. Gelände, das passt. Hier so Eckelemente hinsetzen. Ziegelmauer in die Hand nehmen. Einmal schön sauber durchziehen. Einmal außenrum um die ganze Anlage. Stacheldraht obendrauf wäre noch eine Maßnahme. Aber gut. Wasserturm, damit die Loks hier auch betankt, befüllt werden können. Vielleicht noch so ein Schuppen dazu. Und den Rest füllen wir einfach hier wieder auf. Hm, was passt denn dazu? Fässer. Fässer eigentlich schon am besten. Nachdem das Thema hier ja Kraftstoff ist, füllen wir hier noch so ein bisschen mit Fässern auf. Das ist praktisch die Entladestelle hier so. Vorsicht etwa. Was wäre... Ach, die Beziehung mit... Egal.
Was wird denn noch ganz gut zum Gelände passen? Ah, von, ein paar von diesen Warenhäusern auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen. Die brauchen ja auch einen Straßenanschluss. Dann ziehen wir uns hier so ein bisschen was rein. Und diese Warenhäuser waren hier, die Depots. Genau, da können wir auch ein paar von den großen nehmen. Hm, stellen wir sie vielleicht nicht direkt nebeneinander, sondern mit so ein bisschen Abstand. Ja. So in die Richtung. So, der Rest, glaube ich, wird größtenteils einbetoniert. Ja, wobei, Stellwerk oder so ein Streckenposten wäre hier auch noch eine ganz coole Maßnahme. Die waren, glaube ich, hier einsortiert. Mein Stellwerk, der Weltausstellungsturm. Etwas zweckentfremdet. Funktioniert bestens. So, diverse andere Waren kann man hier noch so ein bisschen aufreihen. Passt schon. Rest wird zu betoniert. Ja, müsst ihr euch dran gewöhnen. Beton, Beton, Beton. Das ist eben auch jetzt hier Industriezeitalter. Ja, gefällt mir ganz gut, meine kleine Verteilerstation hier. Na, so, da wollte ich hin. Und da. So. Der Tankhof 2.0. Okay, das ist ja, also wirklich eine gute Basis jetzt einfach, um hier außenrum die ganze Landwirtschaft anzusiedeln. Alles schön mit Traktoren versehen. Und dann läuft das hier, die ganze Geschichte. Okay, genug gebastelt. Schauen wir uns so noch ein bisschen um. Wir können auch wir können gleich noch eine Runde spazieren gehen. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Also Ego-Perspektive. Vielleicht sich mal die Felder aus der Nähe anschauen, den Güterbahnhof. Gibt es sonst eigentlich noch irgendwas Sinnvolles zu tun? Also ist halt mal eine bisschen unproduktivere Folge. Ich denke, das wird sich in der nächsten Folge wieder ändern. Ich plane natürlich jetzt auch noch in der neuen Welt das Ganze auch noch schön mit der ganzen Traktorengeschichte zu versehen. Aber ich denke, da muss ich einfach ein bisschen was vorbereiten für die nächste Folge. Also Baumaterialien dorthin schippern. Wir können, genau, wir gehen da mal kurz hin, machen so ein bisschen Brainstorming vielleicht, schauen die ganze Geschichte schon mal an. Was ich ja schon identifizieren konnte, also wenn es einen Engpass gibt, dann auf jeden Fall Baumwolle. Und das ist ja hier in diesem ganzen Bereich. Also die Baumwollplantagen müsste ich auf jeden Fall mal ein bisschen umbauen. Jetzt schauen wir erstmal vielleicht, schauen wir uns erstmal, ah, Moment mal. Ah doch, okay, ist hier einsortiert, die Treibstoffproduktionskette. Die geht immer von der Ölraffinerie. Nee, geht also direkt vom Ölhafen zum Tankhof. Das würde ja bedeuten, lass mal überlegen, wo habe ich denn hier noch Ölquellen? Ich sag's dir, mit gepuderten Händen kannst du nicht anständig arbeiten. Moment, sieht man doch hier. Hier muss das doch auch angezeigt werden, oder? Schauen wir mal. Genau, hier sind auch die Ölquellen angezeigt. Also hier habe ich auf jeden Fall Ölproduktion. Aber ich meine, dass ich noch mehr Inseln habe mit Ölvorkommen. Vollkommen. Hier drüben, okay. Hier drüben sind die Ölvorkommen. Baumwolle, ja, aber sehr überschnitten. Ja, wobei. Also könnte man tatsächlich auf der Insel veranstalten. Wir haben hier Baumwollfruchtbarkeit. Wir haben hier ordentlich Ölquellen. Und dann müssten wir die Sachen ja nicht mal von der Insel abtransportieren. Warum lungert hier ein Schiff rum? Den schickt man wieder zurück. Sondern die Idee ist halt Ölquellen anzapfen. Viele dieser Felder können wir hier sicherlich runterschmeißen, weil das habe ich auf allen möglichen anderen Inseln angebaut. Also Kaffee definitiv. Was haben wir hier noch? Zuckerrohr habe ich auch en masse auf anderen Feldern. Wir könnten vielleicht tatsächlich drüber nachdenken, diese Insel hier eher so Richtung Baumwolle zu bringen. Dann die Ölquellen anschließen. Von den Ölquellen Eisenbahn verlegen, irgendwo einen Ölhafen aufstellen und dann einfach den Hafen halt nicht zum Abtransport zu benutzen, sondern wirklich direkt von dem Hafen zum Tanklager gehen, zum Tankhof. Und so dann die Traktoren versorgen, weil ich glaube, das wäre halt die kürzeste und simpelste
Produktionslinie oder Versorgungslinie für die Traktoren. Und dann, wie gesagt, also solche Geschichten wie Zuckerrohr und so weiter hier einfach runterschmeißen von der Insel. Kaffee ist auch in ausreichender Zahl auf anderen Inseln schon vorhanden. Man könnte also tatsächlich hier umdisponieren, auf Baumwolle gehen. Da müssen wir sowieso die Plantagen so ein bisschen umbauen. Und mit dem direkten Weg von der Ölquelle zum Ölhafen, vom Hafen zum Tanklager alles versorgen hier. Leider ein bisschen wenig Platz. Ich denke nochmal drüber nach. Oder wir zapfen tatsächlich nur die Ölquellen an und lassen dann irgendeine dieser anderen Inseln hier beliefern. Müssen wir mal schauen. Hier ist kein Platz mehr. Aber die Traktoren will ich auf jeden Fall noch zur Anwendung bringen hier in der neuen Welt. Und ich glaube schon, für Baumwolle, das macht am meisten Sinn. Da hat es auch immer wieder Engpässe gegeben. Wenn wir das dadurch boosten können, bin ich schon ganz gut beraten, glaube ich. So, was haben wir denn hier noch, wenn wir gerade da sind? Minus 214 Arbeitskraft-Obreros. Wir haben noch garantiert wieder irgendeinen verfluchten Mangel. Herzlichen Dank. Nähmaschinen. Ah, okay, Nähmaschinen. Dann importieren wir wahrscheinlich aber nicht genug, weil da müsste die Produktion eigentlich hoch genug sein. Schauen wir gerade nochmal. Ich denke, da muss ich jetzt nicht aktiv werden, sondern halt einfach nur bei Bedarf. Den Import-Export erhöhen, hoffe ich doch mal. Ja, okay, also da haben wir... Das sollte ausreichen dann. Kriege ich das auf jeden Fall mit einer Handelslinie, Handelsroute gelöst. Okay, was war sonst noch so? Müsste eigentlich passen. Keine drängenden Maßnahmen zu ergreifen. Dann schauen wir uns die Sache hier nochmal abschließend so ein bisschen aus der Nähe an. Moment, bevor wir jetzt hier durchs Industriegebiet latschen. Das soll durchaus vielleicht noch ein bisschen, können wir alles noch ein bisschen unschöner darstellen, sage ich mal. Also weniger grün. Ah Gott, echt, ey. So, was wollte ich sagen? Alles einfach insgesamt so ein bisschen trister, dieses Industriegebiet. Die sind ja nicht unbedingt dafür bekannt, irgendwie schön grün zu sein. Auch wenn wir hier natürlich so ein bisschen Holzfällerei haben, aber... Das werden wir mal, anstatt es aufzuhübschen, ein bisschen verschäbigen, die ganze Sache hier. Schüttgut und einfach viel mit Beton hier nochmal ein bisschen auffüllen. Damit das möglichst wenig einladend aussieht, hier die ganze Geschichte. Meine Ornamente brauchen wir hier sowieso nicht mehr. Oder Grünzeug, das ist halt eine maximale Attraktivitätsstufe haben wir erreicht. Deswegen können wir sowieso nichts mehr erreichen mit irgendwelchen Schönbauten. Und es dient ja auch dem Umweltschutz, wenn wir das hier alles schön mit Beton versiegeln, weil dann kann halt einfach kein Gefahrengut ins Grundwasser gelangen. So, wisst ihr, was ich meine? Also von daher. So, hier schauen wir uns ein bisschen um. Steuerung Shift R. Schauen mal kurz zum Güterbahnhof vorbei. Und dann schauen wir uns noch diese ganzen Anbauflächen nochmal an. Ich möchte die Traktoren auch nochmal gesehen haben hier aus der Ego-Perspektive. Ist ja auch nett. Habe ich ja auch noch gar nicht aus der Nähe angeschaut. Was machen die eigentlich? Carbonfilament. Interessant. Okay, da wird das Zeug irgendwie aufgewickelt, oder? Erschüttert eine ihrer Fabriken. Und irgendwas fliegt schon wieder in die Luft. Wahrscheinlich wieder in der Arktis. Okay, das ist aber auch cool gemacht, oder? Die ganzen Bikes. Ist schon witzig. Es gibt einfach so viel, was ich mir noch nicht angeschaut habe aus der Nähe. Man kommt ja zu nichts. Vor lauter Bastelei. So, der ganze Güterbahnhof schön abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Hier wird ordentlich gerackert. Ach, sieh mal einer an, das sind doch die... Außer Kontrolle. Ja, wir schauen gleich nach. Das sind doch hier die Dreckhaufen, die ich gerade hingeschmissen habe, oder? Da sind tatsächlich Leute dabei, die hier zu schippen anfangen. Ist ja schon cool. So, Güterbahnhof. Nicht allzu viel los gerade. Ah ja, sieh an. Also diese Ornamente sorgen auch dafür, dass hier irgendwie Leute Dinge tun, wie zum Beispiel hier Anstrich verpassen. Interessant.
Können wir hier eigentlich auch hochlaufen auf den... Das geht wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Na, Kollege. Ja, zwielichtige Personen. Was macht eigentlich dieses knarzende Geräusch? Kommt irgendwie vom Hafen, glaube ich. Ah, cool. Zug. Ja. Witzig, witzig. Ich muss auch dringend nochmal bei den Mods schauen. Irgendwer hatte mir mal einen Tipp dagelassen und hat einen Mod erwähnt, mit dem man angeblich auch irgendwie eine Art von Bahnhöfen bauen kann. Das wäre natürlich auch noch sensationell. Ich muss die Kommentare nochmal durchforsten, weil ich habe den Namen leider vergessen von der Mod. Ach, man kann tatsächlich hier hoch. Ah, okay. Nett. Cool. Ich meine tatsächlich mal irgendwie so ein bisschen Eisenbahndekoration. Also tatsächlich irgendwie mit einem kleinen Bahnhof auch. Selbst wenn der keine Funktion hat, aber sowas zu bauen, wäre schon cool. Okay, cool. Na gut, dann schauen wir uns die ganze... Moment, genau, da wollte ich auch nochmal... Eagle River, ich wollte es nicht sagen, aber ich... Doch, ich habe es gesagt, oder? Arktis, war ganz klar. Und es ist immer dieselbe Kacke hier. Ich meine, was soll ich denn machen hier? Das fliegt jedes Mal wieder in die Luft. Gut, Items. Items wären eine Idee, oder? Ich kann doch hier auch eine Handelskammer bauen, oder nicht? Quartier, Verwaltung, Items. Könnte ich also hier noch irgendwo... Ja, irgendwo kriege ich das hier sicherlich noch hingequetscht. Einfach um mal den die Brand- und Explosionswahrscheinlichkeit hier zu verringern. Hier liegt auch schon wieder alles in Trümmern. Ich weiß nicht, wie oft ich das Zeug schon wieder aufgebaut habe. Ja, das sollte ich tatsächlich mal im Hinterkopf behalten. Ja, ist einfach nur nervig, lästig. So, okay. Wo haben wir denn hier die ganze Anbaufläche? Hier oben. Ausgezeichnet. Wir beginnen beim Tankhof. Zug kommt auch gerade an. Verschwindet in der Entladestation und ist schon wieder weg. Es geht schnell heutzutage. Die sind fix. Und da fährt er wieder. Also die Ziegelmauer ist schon eine nette Geschichte, muss ich sagen. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Muss auch mal die Halbrunden noch ausprobieren. So, stürzen wir uns mal hier ins Vergnügen. Hoffentlich werden wir nicht überfahren. Kann man mit denen eigentlich interagieren? Wollen wir mal ansprechen, den Kollegen hier. Ach, so funktioniert das. Aha. Okay. Ja, habt ihr mir garantiert schon in die Kommentare geschrieben. Ich habe nur die letzten 3 Folgen am Stück aufgenommen. Ah, sieh mal einer an. Und erntet der tatsächlich auch? Der erntet auch ab, oder? Das funktioniert tatsächlich. Ja, servus zusammen. Herzlich willkommen zurück zu... Wie ist der Scheiß? Landwirtschaftssimulator. Das funktioniert wirklich, oder? Der... Ja, ja. Man sieht ja sogar hier die Traktorspuren. Okay, also das ist schon cool. Gebe ich zu. Muss ich neidlos anerkennen, aber das ist eine nette Geschichte. Ich denke zwar nicht, dass wir eine ganze Folge damit füllen werden, aber ihr wollt das unbedingt. Ich fahre auch. Ich fahre auch mal eine halbe Stunde mit dem Traktor durch die Gegend. Kein Problem. Moment mal, was natürlich jetzt interessant wäre. Man kann tatsächlich auch schneller fahren mit Shift. Aber raus kommen wir wahrscheinlich nicht aus diesem Feld, oder? Da wird dann irgendwie so mehr, dass der Zaun und das wird nicht... Aha, Moment. Von wegen. Von wegen. Also wenn wir so weit wegkommen von der Farm, dann würde ich mal fast vermuten, wir können komplett frei durch die Gegend fahren mit der Kiste. Also das ist aber schon geil. Ohohoho. Ging das eigentlich mit den anderen Dingern vielleicht auch schon die ganze Zeit und ich habe es noch nicht gewusst?
So, wir steigen wieder aus. Dann verschwindet der einfach. Okay, das ist schon mal verdammt cool. Kann man mit irgendeinem hier sonst noch mitfahren? Nee, also ich vermute mal, das Feature werden sie halt jetzt erst eingebaut haben. Kann man sich auch hier direkt so einen Traktor schnappen? Nee, geht nicht. Aber den anderen müssen wir natürlich noch Probe fahren. Also der Hopfentraktor, sag ich mal. Ja, okay, also coole Sache. Danke nochmal für den Hinweis, der vor langer, langer Zeit kam, aber ich hab's halt einfach nicht gerafft, dass ich den ansprechen muss. Ja, ist ja schon cool. Hopfen ist wo? Moment mal. Mit solchen Kapriolen hab ich damals angefangen. Was war das denn für ein Spruch? Hopfen haben wir hier drüben. Und ich hoffe mal, da ist gerade jemand aktiv auf dem Felde. Dann werden wir dem mal den Traktor wegnehmen. Oh Gott, das wird schwierig. Suchen wir uns mal einen. Davon. Kollege, darf ich? Ja. Okay, das ist natürlich noch ein bisschen cooler als diese Erntemaschine mit so einem Traktor durch die Gegend fahren. So, das ist der erste Gang und ich drücke Shift. Das ist der zweite Gang. Upsa, okay, also man bleibt auch tatsächlich hängen hier zwischen den ganzen Dingern. Schauen wir mal, dass wir aus dem Feld rauskommen, hier aus dem Hopfenlabyrinth. Ach, ist das cool. Das ist ja der Hammer. Ah, oh, wisst ihr, was auch noch eine Option wäre? Ich schaue mir das mal an. Mit so einem Traktor den Burkhardt's Trail fahren. Theoretisch müsste das ja auch gehen, oder? Kriegen wir das noch hin in der Kürze der Zeit? Ich will jetzt nicht mehr ewig machen. Aber der nächste Zugang wäre ja oben bei der Burg. Und das ist doch die Richtung, oder? Wir versuchen es. Wir versuchen es. So könnte man zumindest mal ein bisschen Eisenbahn spielen, oder? So, nächster halt Tankhof. Oh, oh, oh. Da passiert aber nichts, glaube ich, oder? Die fährt einfach. Okay. Okay, alles gut. Nur keine Panik. Oh, wo, wo, was jetzt passiert? Habe ich einen Traktor noch? Nein! Doch, doch, da ist er. Alles gut. So, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind ja doch, also, sagen wir mal, etwas fragile Gerätschaften noch. Also, nur 1800. Und da war da oben nicht auch direkt ein Zugang zu Burkhardt's Trail. Entdeckt haben wir den. Ist, glaube ich, fast kürzer. Entdeckt haben wir den ja per Zufall, oder ich zumindest. Und da waren wir gerade auf dem Weg zu diesem anderen Gebiet dort oben, was sich so ein bisschen oberhalb vom Palast befindet. Palast müsste grob in die Richtung sein. Wobei ich, glaube ich, unterschätze hier gerade die Entfernungen ein ganz klein wenig, kann das sein. Ja, da ist flott unterwegs. Also wenn man Shift gedrückt hält, geht das schon. Okay, also schon cool. Gefällt mir. Das macht aber komische Geräusche. Kann sein, dass der heiß läuft nach einer gewissen Zeit? Ja, wir werden es rausfinden. Also wenn sie das Auto eingebaut hätten, kann mir nicht vorstellen. Das wäre zu abgefahren. So. Schön auf die befestigte Straße. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es irgendwie einen Radius gibt, ob man hier unendlich weit fahren kann oder ob man wirklich auf der ganzen Insel mit dem Ding rumkurven kann. In dem Fall könnte man tatsächlich mal eine ganze Folge damit füllen. Der läuft schon heiß, oder? Er qualmt auch mehr jetzt, habe ich das Gefühl. Wenn ich länger halt schnell fahre, glaube ich. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, jetzt sind wir aber eh schon beim Palast angekommen. Also müssen wir eigentlich, glaube ich, hier abbiegen. Und dann dürfte man nicht mehr so weit vom Zugang zum Trail entfernt sein. Wobei es ging auch ziemlich steil bergauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwo hier war das. Also ob wir da hochkommen mit der Kiste, ist fraglich. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Jetzt irgendwie so grob in die Richtung. Ich habe es mir natürlich nicht gemerkt. Ich musste einfach meinen Weg hinziehen, dass ich das auf Anhieb wiederfinde.
also hier sieht schon nicht so verkehrt aus. Ich glaube, hier geht doch der Pfad hoch, oder? Ja, ich glaube, das ist es schon. Sieht so aus auf den ersten Blick. Schau mal, kommen wir hier hoch? Oh, das sieht schlecht aus. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Jetzt ist der Traktor auch weg, oder? Oder? Nee, da ist er wieder. Ja, okay, ich glaube, das ist schon der Trail. Also hier geht es normalerweise schon hoch zu Fuß, aber den, glaube ich, das wird nicht funktionieren. Da kommen wir nicht hoch. Schade. Springen können wir auch nicht, oder? Mit Space? Ach, der hat eine Hupe eingebaut. Der hat echt eine Hupe. Ich glaube es noch nicht. Also, ja, ein bisschen traurige Tröte eher als eine Hupe, aber immerhin. Also, ich finde es ist eine coole Sache. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock habt, dann machen wir irgendwann bei Gelegenheit einfach mal eine ganze Folge, wenn es vielleicht auch mal wieder lohnenswert ist, praktisch diese Insel mal wieder ein bisschen zu erkunden. Dann fahren wir einfach mit dem Traktor durch die Gegend. Erst zum Bierfest. Erst den Traktor betanken, dann zum Bierfest uns betanken und dann schön mit dem Traktor durch die Stadt heizen. Ich meine, Promillegrenze gab es anno 1800 garantiert noch nicht. Nette Anekdote, Anekdote am Rande, ihr müsst das mal googeln. Es gab tatsächlich in Teilen Deutschlands und ich glaube unter anderem auch in München Ausschreitungen, als die Promillegrenze eingeführt wurde. Und die Promillegrenze war halt am Anfang sehr, sehr hoch angesetzt. Ich leg mich nicht fest, wie hoch das war, aber es war ein erstaunlich hoher Wert, den manche Leute wahrscheinlich gar nicht überleben werden. Und es gab Ausschreitungen, glaubt mir. Das ist eine gesicherte Information. Die Waffenruhe wurde beendet. Das aber nur am Rande, wollte ich mal erwähnt haben. So, okay, ich könnte jetzt hier tatsächlich noch eine ganze Weile durch die Gegend fahren, werde das aber an der Stelle mal beenden und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Coole Entdeckung auf jeden Fall hier mit der Traktorgeschichte. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Dann wird auch wieder ein bisschen produktiv was getan und nicht die ganze Zeit hier nur Blödsinn veranstaltet. In diesem Sinne, macht's gut.